Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung mit PHP. Heute geht's um die For-Each-Schleife. Und ja, letztes Mal hatten wir uns angeguckt, wie man mit einer For-Schleife durch ein Array durchkommt und überhaupt, was überhaupt ein Array ist. Okay, das war relativ aufwendig, sage ich jetzt mal, denn die For-Schleife braucht hier drei Sachen hier drin. Die For-Each-Schleife braucht nur eine einzige Sache und deswegen ist die irgendwie angenehmer zu programmieren für viele Leute. Ich persönlich mag die For-Schleife mehr, weil ich mit der aufgewachsen bin, sozusagen. Ha, so alt bin ich eigentlich noch gar nicht, aber egal. Okay, die For-Each-Schleife braucht als erstes mal diese komischen runden Klammern, wie immer, und dann, nein, nicht die eckigen, sondern die geschweiften Klammern. Gut, und hier in diese runden Klammern kommt jetzt eine Variablenzuweisung. Wir sagen, wir hätten gerne jeden Wert in unserem Array Geschlechter. Wenn ich mich nicht vertippt habe, ist gut. Geschlechter, und wir wollen das Ganze einspeichern in einen Schleifenwert, zum Beispiel Value. Sagen wir einfach mal Value dazu oder Wert für die Deutschsprachigen unter euch. Genau, und jetzt geben wir einfach mal Echo $Wert aus. So, dann schauen wir uns mal an, was hier passiert. Wir bekommen genau dasselbe Ergebnis wie vorhin. Nur, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr gespart haben. Was hier passiert, ist folgendes. Wir nehmen uns dieses Array Geschlechter. Das kann übrigens beliebig lang sein. Das ist alles egal. Hier nimmt es jetzt einfach das komplette Array. Und jeder einzelne Wert innerhalb des Arrays, also F und M und alles, was danach noch kommt, wird pro Schleifendurchlauf in diese $Wert-Variable hier eingetragen. Ihr könnt ihn natürlich auch wieder nennen, wie ihr wollt. Nur das hier muss euer Array sein. Okay, das bedeutet, diese Wertvariable ist sozusagen im ersten Schleifendurchlauf der erste Wert, also im Prinzip der nullte Wert, und im nächsten Schleifendurchlauf der nächste Wert und so weiter und so fort. Wir bekommen hier im Prinzip jeden Schleifendurchlauf einen Wert weiter. Das heißt, wir können hier jeden einzelnen Eintrag in unserem Array dynamisch verarbeiten. Und ihr braucht nicht mal irgendwie auf die Array-Länge zu achten oder sonst irgendwas, sondern ihr könnt es einfach nativ über diese For-Each-Schleife machen. Sehr praktisch das Ganze und ja, lässt sich sehr empfehlen. Gut, ja, so funktioniert die For-Each-Schleife, war im Prinzip schon wieder alles, was ich sagen wollte, dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich würde euch empfehlen, probiert da ein bisschen mit rum. Arrays sind wirklich cool und wirklich wichtig und deswegen, ja, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es um noch ein bisschen weitere Sachen zu Arrays geht. Okay, bis dann, ciao.